So oft war das 5:12 zu hören gewesen. So oft die Katastrophe an die Wand gemalt, dass sie, als sie dann kam, leise und mit einer Macht jenseits aller Vorstellung, stillschweigend hingenommen wurde. Die Erde war geduldig gewesen. Aber irgendwann war auch dieses Reservoir restlos erschöpft. Und so stiegen die Menschen gehorsam in ihre Schiffe, die sie ins Unbekannte einer neuen Zivilisation bringen sollten. Auf der erdfernen Seite des Mondes, geschützt vor Strahlung und im Anblick der alten Heimat, errichtete man eine Kolonie ungeheuren Ausmaßes. Und doch war der Platz noch nie so eng gewesen. Es war eine Gesellschaft ohne Gepäck, nicht nur, weil man alle persönlichen Gegenstände hatte zurücklassen müssen, sondern auch, weil das Raumschiff mit den Kulturgütern, die man für erhaltenswert befunden hatte, irgendwo im All verloren gegangen war. Zunächst waren die Menschen froh, das Verlorene nicht vor Augen haben zu müssen. So konnten sie sich ganz der Aufbauarbeit widmen. Und wirklich gelang es nach einigen Mondjahren verzweifelter Anstrengung, ein stabiles System zu errichten. Eine technokratische Ordnung, die das Überleben nach dem Kriterium der Effizienz perfekt organisierte. Die größte Gefahr ging von den Erinnerungen aus. Das Heimweh zehrte an den Grundfesten der Kolonie. Also beschloss man, die Erinnerung in sogenannten Seancen systematisch zu erfassen. Das überlebenswichtige Ding festzumachen und den sentimentalen Rest aus dem Gedächtnis der Menschen und Maschinen zu löschen. Dass die persönlichen Erinnerungen gelöscht werden würden, verschwieg man dem Trabantenvolk. Alle Mondmänner und Frauen mussten im Ministerium für Rekonstruktion vorstellig werden und sich einer komplizierten Prozedur unterziehen, nachdem man sich leicht und unbeschwert fühlte, wie berichtet wurde. Fortan galt in der ganzen Kolonie die freiwillige Gedankenkontrolle, um einen Ausbruch der Krankheit Sehnsucht zu verhindern. Eines Tages aber geschah etwas Unerhörtes. Eine Frau entfernte sich unerlaubt von der Kolonie.
überwand die gesicherte Zonengrenze, die die Menschen vor dem Anblick der Erde schützen sollte, und schrieb unter Aufbietung all ihrer Kräfte Deutschland in den Mondsand. Nicht weit davon starb sie. Und obwohl sie in großer Eile und Geheimhaltung ins Ministerium gebracht wurde, verbreiteten sich bald Gerüchte über die rätselhafte Tat. Wie sich herausstellte, hatte die Frau den Termin ihrer Seance immer wieder verstreichen lassen und war so zum letzten Menschen mit irdischen Erinnerungen geworden. Weshalb auch niemand recht eigentlich wusste, was dieses seltsame Wort Deutschland wohl bedeuten könnte. Weil die Mondmenschen aber viel Platz hatten in ihren entleerten Gehirnen, quälte sie die Neugierde. So sehr, dass sich das Ministerium für Rekonstruktion schließlich genötigt sah, die letzten Gedanken, die man aus dem noch warmen Gehirn der Frau hatte auslesen lassen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das war also Deutschland. Jedenfalls glaubte man das. Und so wurde aus der Sehnsucht doch noch das befürchtete revolutionäre Element, das die Kolonie aus den Angeln hob. Die Schutzmauer gegen den Anblick der Erde wurde eingerissen, die Regierung gestürzt und auch die Umgangsformen lockerten sich, soweit es die Raumanzüge eben zuließen. Und wann immer jemand Sehnsucht hatte auf dem Mond und er wusste nicht, wonach, so sagten die Leute Deutschland und dachten an die Frau und sahen hinunter auf den blauen Planeten und waren froh und waren traurig und erinnerten sich.